Na und allerseits zur Sportschau. Zuallererst haben wir natürlich den wichtigsten Mann der Geisburg 11 befragt und das ist natürlich Trainer Jörg Berger. Erläutern Sie uns doch bitte mal, warum Sie für die wichtigste Phase in der Vorbereitung das 1200 Meter hochgelegene Seefeld in Tirol wählten. Ja, wir haben ein komfortables Hotel. Ja, ich hab's gesehen, Nobelhotel. Da kommt der Putz von der, kommt der runter. Du guckst, wie der Abend hier. Eiskalt hier, keine Heizung, nichts drin. Du. Wir haben hervorragende Bedingungen, was den Platz anbetrifft. Wir sind nicht überrascht. Der Fußballplatz, Sie sehen es hier, befindet sich im Auslauf der Sprungschanze. Wir haben optimale Bedingungen für die medizinische Abteilung. Das ist der Hauptgrund. Ja, die medizinische Abteilung ist hier und die Spieler laufen nach der morgendlichen Strohabreibung wie Rennpferde. Wir sind im Trainingslager, Alkohol ist da tabu und Kartenspielen, das kann ich mir nicht vorstellen, die Jungs sind so kaputt. Du bist weiter, Lidi. Ah, schon wieder hier, die Scheiße. Oder was zu trinken hier? Schmal. Ach, hier. So fängt an, Ehering lässt sich schon hin. Er war Ehering. Hast du nichts anders? Bin ich 500 schwach, komm. 500 bin ich schwach. Was muss ich denn da bringen jetzt? Ey. Und du, Horst, was hast du? Fiasse. Ey. Ich hab doch Fiasse, du bist doch nicht am Bescheißen. Mit dir hinter dich, ich hab doch Fiasse. Ja, da kann der nicht sein. Ich leck mich am Arsch. Gute Arbeit, wie ich finde, von unserem Kollegen. Fußball ist aber auch ein Geldgeschäft, wie Sie alle wissen. Und zu diesem Thema haben wir Pierre Lipaski befragt. Ja, guten Tag, Herr Pierre Lipaski. Eine kurze Frage. Was halten Sie davon, dass die Bundesliga-Profis nur noch ihr Geschäft im Kopf haben? Weil das ist natürlich totaler Blödsinn. Das ist also... Hallo? Nee, verkaufen, naja. Da, 100 Anteile, ja? Okay, ja, nee, müsst ihr mal. Mach das mal, ich bin ja gleich da. Ich ruf gleich zurück, ja. Ja, natürlich, totale Erfindung der Medien. Mhm. Die Fußballspieler kommen dadurch in Verruf. Ich finde es sehr, sehr schade, dass das also so aufgebauscht wird. Das ist also ein Thema für sich. Wir Bundesliga-Profis können uns dagegen nicht wehren. Und, ja. Oh, weia. Ja, okay. Der Flieger steht bereit. Alles klar. Kleinen Moment. Ja, okay, ich komme gleich. Tschüss. Ja, ich hätte eigentlich noch ein paar Fragen. Nee, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Also, ja. Gut, dann, ja. Sie wissen ja, Sie haben ja die Antwort. Ja, alles klar, okay.